Du willst wissen, wie du als Jungler in Season 13 so richtig climben kannst? Dann bleib dran, denn genau das werde ich dir in diesem Video erklären. Moin Moin und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Phil und du schaust hier das Season 13 Jungle Guide. In diesem Video werde ich dir die ganzen Preseason-Änderungen mitgeben und erklären. Ich werde dir die Auswirkungen auf dich und auf mich als Jungler erklären. Und natürlich werde ich dir am Ende auch noch eine wunderbare Checkliste mitgeben, wie du jetzt wirklich am besten und erfolgreichsten climben kannst. Kommen wir also direkt zum ersten Thema, schnacken nicht lange rum, und das sind die Jungle-Avatare. Das alte Smite-Item, was ihr vielleicht kennt, wurde durch genau diese Pets oder Avatare, Pokémons, nennt sie wie ihr sie nennen wollt, ersetzt. Es gibt ja jetzt drei Jungle-Avatare. Einmal den grünen, das ist der Mooshüpfer. Der gibt euch Tankiness, also Schilde und Tenacity. Dann gibt es den roten Fuchs, nee, das ist die rote Katze. Der gibt euch extra Damage und so einen kleinen Slow. Und als drittes habt ihr den blauen Fuchs und der gibt euch Mobility, also ihr werdet einfach schneller, wenn ihr durch Büsche lauft. Stand jetzt ist auf jeden Fall so, dass das grüne Jungle-Item by far das stärkste ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das gepatcht und genervt wird und dementsprechend, es kann gut sein von Game zu Game, dass ihr unterschiedliche Jungle-Avatare mitnehmen wollt, also schaut da auf jeden Fall nach. Erkundigt euch ein bisschen. Ich habe auch noch ein sehr ausführliches Preseason-Video allgemein gemacht, was das Ganze jetzt ist. Könnt ihr hier oben rechts abchecken. Schaut auf jeden Fall vorbei für mehr Informationen. Mit den Jungle-Pets kam jetzt auch das System der Leckerlis. Das System der Leckerlis, für die, die es noch nicht wissen, funktioniert wie folgt. Erstmal macht euer Smite jetzt als Base-Damage 600. Okay, 600 Base Damage, nicht mehr davor wie 450, sondern 600. Dann sammelt ihr Leckerlis. Die genaue Mechanik ist eigentlich egal, aber ihr kriegt Leckerlis über Zeit, baut die an Camps ab mit eurem Jungle-Avatar. Wie gesagt, ausführlich habe ich das in einem anderen Video erklärt. Und sobald ihr 20 von diesen Leckerlis habt, macht euer Smite 900 Damage. Okay, wichtig, 900 Damage bei 20 Leckerlis. Und dann habt ihr bei 40 Leckerlis schaltet ihr dann den richtigen Effekt des Jungle Pets frei. Das wird dann richtig stark. Ihr kriegt dann den wie besprochenen Effekt. Also ihr werdet entweder schneller, macht mehr Schaden oder seid tankiger. Und euer Smite macht jetzt 1200 Schaden und es ist AOE. Es macht einfach AOE Damage. Ihr könnt das Raptorencamp fast mit Smite alleine clearen, aber gut. Und eine ganz wichtige Änderung, die einfach mal nicht erklärt wurde in den Patch Notes so richtig von Riot selber, das Jungle Pad, wie es funktioniert. Eigentlich war es dafür gedacht, dass das Jungle Pad das alte Jungle Item ersetzt. Jetzt ist es aber so, dass sobald ihr ein Camp Damage zufügt oder es euch Damage zufügt, greift das Pad das gesamte Camp an. Das bedeutet, setzen wir uns kurz früher mal in die Situation, ihr macht eine K6Q auf die Raptoren. Dann hat euer Jungle-Item auch nur den Burn-Effekt auf den großen Raptoren gemacht, weil ihr ja nur den gehittet habt. Jetzt ist es aber so, dass das Jungle-Monster das ganze Camp angreift. Das bedeutet, ihr könnt wirklich mit jedem Champ durch den Jungle kommen. Das bedeutet gleichzeitig, ihr habt viel mehr Freiheit in der Champion-Auswahl. Es ist wirklich alles spielbar. Dazu aber am Ende nochmal ein bisschen mehr. So, und jetzt einmal eine kurze Pause. Machen wir hier kurz Stopp. Ihr pausiert das Video am besten nicht, weil dann würde ich ja auch pausiert werden. Wichtige Information. Es schauen super viele Leute meine Videos, die selber gar nicht Abonnent bei mir sind. Es würde mich mega freuen und auch mega unterstützen, wenn ihr jetzt in diesem Moment diesen Kanal hier abonniert, weil ihr mir damit extrem weiterhelft, mich extrem supportet und genau diese Art von Videos, die super schwierig und aufwendig sind zu produzieren, damit weiter unterstützt und mir sagt, hey Phil, ist ganz geil, was du machst, mach weiter so. Aber gut, kommen wir jetzt wieder zu weiteren Änderungen und das ist der Chemtech-Drache. Der ist back in the game und die Chemtech-Soul dementsprechend auch. Aber keine Sorge, es ist by far nicht so broken wie davor. Es ist nämlich super schlecht. Die Chemtech-Soul ist die schlechteste Soul im Game. Natürlich, keine Angaben auf keine Gewehr. Die Information kann natürlich je nach Patch sich verändern, aber Stand jetzt ist es die schlechteste Soul, ist aber ganz nice. Der einzelne Drache gibt euch 5% Schild und Healing Power und die Drachenseele gibt euch 10% mehr Damage, den ihr verursacht und 10% Damage Reduction, also ihr leidet 10% Damage weniger, aber erst sobald ihr unter 50% eures maximalen Lebens seid. Dann eine weitere wichtige Änderung und zwar Camp Patience. Das bezieht sich darauf, wie gut man Camps kiten kann. Back in the Hood, back in the Season 12 konnte man Double Campen, man konnte zwei Camps zueinander ziehen, die gleichzeitig machen. Es geht nicht mehr, okay? Euch wird jetzt aber auch gleichzeitig mehr vergeben, wenn ihr dabei einen Fehler macht. Es spawnen jetzt quasi so Kreise um die Camps herum, sobald ihr die anfangt. Daran seht ihr, wie weit ihr sie ziehen könnt. Sobald sie außerhalb dieser Kreise sind, verlieren sie extrem schnell Aggro und resetten. Allerdings resetten sie dann nicht so schmerzhaft für euch. Also es ist verkraftbarer, wenn ihr Fehler in eurem Camp Kiting macht. Nichtsdestotrotz sollt ihr trotzdem eure Camps kiten.
Nur weil das jetzt schlechter gemacht wurde, heißt es nicht, dass ihr es gar nicht mehr machen sollt. Es ist immer noch extrem wichtig und ein extrem großer Vorteil, wenn man das macht. So, dann haben wir jetzt noch ganz viele Jungle Improvements und Mini-Änderungen, die wir mal eben durchrattern. Es gibt einen vorgeschlagenen Clear. Der richtet sich aber nur für Anfänger. Also ihr seid wahrscheinlich hier bei mir, die zuschauen, natürlich keine Anfänger mehr. Ihr seid Jungle-Profis. Die braucht ihr nicht, okay? Wenn ihr keine Ahnung habt von Jungle, ist es nice. Sobald ihr über das Game nachdenken könnt, in der Lage seid, eigene Entscheidungen zu treffen, komplett egal, schaltet den direkt aus. Dann gibt es Objective Voting. Das ist auch ganz nice für Teamabsprachen innerhalb des Rankeds, wenn man nicht mit denen sprechen kann, weil es Solo-Queue ist. Ihr könnt jetzt auf dem Camp, beziehungsweise auf den Drachen, auf den Herald oder auf den Baron, also auf die großen Objectives pingen. Und dann kommt eine Abstimmung, da könnt ihr dann dran teilnehmen. Ja, bitte wählen, sonst wählt ihr die AfD. Und genau, da könnt ihr dann mitmachen, sagen, ja, wir wollen ihn machen, nein, wir wollen ihn nicht machen. Und wenn ihr denkt, das ist eine gute Sache, jetzt den Baron zu machen und die vier anderen Mitspieler sagen, bitte halt dein und mach den Baron nicht, dann denkt vielleicht mal drüber nach und macht ihn nicht. Eine super wichtige neue Information sind auch die Wardtimer. Wenn eine Ward gesetzt wird, drückt da drauf, ihr seht dann, wie lange die hält, wie lange die noch da ist. Und dementsprechend könnt ihr die Lanes viel, viel besser ganken, weil eure Laner natürlich dann pingen. Wenn die Laner, die gegnerischen Laner, gewardet haben, dann könnt ihr diese Wards umschiffen. Und wenn ihr diese Wards umschifft habt, dann findet ihr einen erfolgreichen Gank. Super nice, super geil. Achtet da drauf. Dann gibt es noch neue Pings, wie zum Beispiel den Bait-Ping. Könnt ihr natürlich wunderbar nutzen, um euren Mitspielern zu sagen, hey, hier baitet den Gegner mal. Ich bin da und hab deinen Rücken. Aber wichtige Information am Rande, der Bait-Ping wird von den toxischen Spielern der Community auch benutzt, weil das ist so ein Haken, um den Mitspielern zu sagen, hey, da ist ein Haken, nehmt den doch mal. Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Macht das also bitte nicht. Dann eine weitere Information, ihr macht jetzt weniger Damage an gegnerischen Camps. Der Gegner macht nicht mehr als davor, sondern ihr macht nur weniger, okay? Macht einen kleinen Unterschied, aber ihr wisst jetzt, Counter-Jungle ein Ticken schwieriger, trotzdem Counter-Jungle wichtig und richtig. Die nächste Sache ist die Scuttle-Trap, die spawnt jetzt bei 3.30 und hat kein Schild mehr. Dementsprechend also gut für Leute, die das Schild sowieso nie procken konnten mit CC-Junglern. Ne? Wurde nirgends erwähnt, wurde einfach so eingeführt, spawnt einen Ticken später und hat kein Schild mehr. Und eine ganz wichtige Information, die ihr als Laner unbedingt wissen müsst, aber auch als Jungler, damit ihr eure Laner wegpingt von den Jungle Camps. Die Jungle Camps geben jetzt weniger Gold an die Non-Jungler. Das könnt ihr so verstehen, das Pet quasi kriegt auch immer einen Teil des Goldes. Also der Grom nehmen wir jetzt einfach mal an. 100 Gold, 75 geht in eure Tasche, 25 in die des Pets. Ihr als Jungler kriegt 100 Gold. Aber der Laner, der hat nicht so ein Pet. Das bedeutet, der Laner bekommt nur 75 Gold. Und das ist natürlich super schlecht, weil ihr 100 Gold bekommen würdet. Also ihr denied als Laner eurem Team Gold, wenn ihr Jungle Camps nehmt. Manchmal ist es sinnvoll, aber in den meisten Fällen solltet ihr das Camp bitte dem Jungler lassen. Okay, wirklich, bitte. Bitte. So, wir sind alle Änderungen durchgerattert. Ihr solltet schon auf dem Stand der Dinge sein. Falls nicht, wisst ihr jetzt alles, was passiert ist. Und jetzt gehen wir mal durch. Was bedeutet das für uns als Jungler? Was ist denn jetzt die Meta? Hat sich die Meta des Games verändert? Und da kann man sagen, spielstiltechnisch nicht wirklich. Drakes sind immer noch super wichtig. Der Hextech Drake, absolut OP. Es wird immer noch im Botside gespielt, weil Botside die Drakes sind. Toplane ist immer noch nicht so impactful, aber jetzt schon mal mehr impactful, aber auf eine komische Weise. Sie ist jetzt quasi in den Games, wo sie früher stark war, einfach noch stärker. Und in den Games, wo sie früher schlecht war, immer noch schlecht. Also merkt euch, Drachen gewinnt das Game, die Drachenseele gewinnt das Game, spielt im Botlane. An der Jungle Champion Auswahl hat sich dafür allerdings sehr viel geändert. Ich habe ja am Anfang den Jungle Clear angesprochen und der ist jetzt super einfach. Das bedeutet, ihr könnt sowas wie Pantheon Jungle spielen, ihr könnt sowas wie Sylas Jungle spielen, ihr könnt Nautilus Jungle spielen. Ist zwar alles nicht so ultra gut, wobei Sylas für Solo Queue schon gut ist gerade, aber was ich euch damit sagen möchte, ihr habt jetzt einfach eine größere Auswahl an Champions, die ihr spielen könnt. Okay, und das ist super cool, gerade auch in Normal Games, wenn ihr einfach mal Spaß haben wollt, kommt ihr jetzt halt auch mit einem Aatrox durch den Jungle. Was davor wirklich schlecht war, ist jetzt halt playable. Gut, wir haben viele Änderungen angesprochen. Gehen wir die jetzt mal durch und ordnen die ein, was denn gut ist oder für wen das Buffs oder Nerfs sind. Fangen wir mit der ersten an, das ist der Counter-Jungle-Nerf. Und das ist natürlich für alle gut, die early schwach sind und für alle schlecht, die genau darauf Wert gelegt haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Rengar, der zum Beispiel extrem gut ist in diesem Level 3 Red Buff Invade, der hat dann natürlich ein bisschen Probleme damit, aber das ist wirklich nur ein minimaler Nerf für alle Early Aggressive Jungler. Dann ganz wichtig, der AOE Damage von dem Jungle Pet.
Das ist gut für alle die, die einen schlechten Jungle Clear hatten. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Wert verbessert wird und die Schnelligkeit des Clears ist an sich auch einfach nur ein Wert, okay? Dann ist es natürlich für die gut, die da drin schlecht waren. Das bedeutet, in Ganking-Junglern oder für Ganking-Jungler ist das extrem gut. Eine Elise, ein Trundle, die haben auf einmal einen guten Jungle-Clear. Davor hatten sie den halt einfach nicht. Ein Katus zum Beispiel, der davor auch schon einen extrem guten Jungle-Clear hatte, cleart jetzt noch schneller. Aber was bringt ihm das, wenn er davor sowieso schon viel schneller war als die anderen? Das bringt ihm vergleichsweise einfach deutlich weniger. Dementsprechend großer Buff für alle Early-Game-Jungler, die viel auf Ganken setzen. Die Krabbe hat kein Schild mehr. Das ist offensichtlich für alle gut, die kein CC im Kit haben. Zum Beispiel ein Kha'Zix. Der musste immer seinen Smite aufbewahren für die Krabbe. Jetzt ist es für alle gleich, aber auch das eine minimale Änderung. Der AOE-Damage vom Jungle Pad hat ja wie gesagt den Jungle Clear verbessert für alle, aber gleichzeitig auch leichter gemacht und man verliert weniger Leben, weil man einfach schneller die Camps cleart. Für wen ist das gut? Für alle, die am Anfang Probleme hatten. Gerade Tank-Jungler sind early meistens sehr weak und brauchen so ein bisschen Zeit, um ins Spiel reinzufinden. Und genau für diese Leute ist es gut, weil sie schneller durch den Jungle kommen. Hingegen für aggressive Jungler, die Early Game punishen wollen, den gegnerischen Jungler, für die ist das wiederum ein Ticken schlechter. Natürlich, das sind alles nur Nuancen. Ne? Das sind alles Nuancen. Es ist immer noch, eine Sejuani kann jetzt zum Beispiel immer noch gegen einen Xin Zhao verlieren. Ne? Xin Zhao ist darauf ausgelegt, Early den Gegner zu punishen, aber kann halt gleichzeitig auch ganken. Das heißt, in dem Fall ist es halt so eine Medaille mit zwei Seiten. Xin Zhao wurde auf der einen Seite gebufft, weil er ein Ganking-Jungler ist. Auf der anderen Seite wurde er leicht genervt, weil er natürlich Early Game den gegnerischen Jungler auch punishen möchte. Muss man immer sehen, muss man immer ins Verhältnis setzen. Ich gebe euch die ganzen Informationen hier aber nur mal mit. Was ist also mein Fazit? Ich glaube, man konnte es schon so ein bisschen erahnen. Es ist ein gigantischer Buff oder ein sehr großer Buff für alle Ganking-Jungler. Einfach weil dieses Verhältnis, die Stärke von dieser Änderung extrem schwerwiegend ist. Dementsprechend alle Ganking-Jungler profitieren von dieser Veränderung extrem stark. Lee Sin, Elise, Xin Zhao, Trundle, alles Early-Game-Ganking-Jungler, die davor einfach gelitten haben durch den Clear und jetzt haben sie da einfach eine bessere Chance mitzuhalten. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Jungler, die Level 6 Ganker sind, sage ich mal. Also die am Anfang Ticken schwächer sind, aber gerade mit Level 6 spiken, wie eine, zum Beispiel eine Sejuani. Die haben es halt aber auch wiederum besser, weil sie am Anfang nicht so leicht gepunished werden können. Das heißt, hier muss man wirklich sagen, jeder hat auf seine eigene Weise irgendwie einen Buff erfahren. Und muss damit jetzt richtig umgehen. Und wie gesagt, am Ende des Tages ist wirklich fast alles spielbar. Sucht euch also einfach einen Champ raus, der viel Spaß macht. Das ist nämlich das Wichtigste. Habt Spaß, denn sobald ihr Spaß habt, lernt ihr schneller. Wenn ihr schneller lernt, werdet ihr schneller besser. Ihr versteht, der Schneeball kommt schneller und stärker ans Rollen. So, und jetzt sind wir am Ende nochmal angekommen, wie versprochen, die Checkliste für den erfolgreichen Climb. Einmal bitte abhaken, ob du alles erfüllst. Such dir für deine Rolle, ich nehme jetzt einfach mal an, du bist Jungler, maximal 2 Champs aus. Am besten auch noch in der gleichen Kategorie. Nehmen wir also einmal Ganking-Jungler. Dann hast du ja jetzt deine Elise. Und wenn du willst, auch noch dein Xin Zhao. Einmal AP-Damage, einmal AD-Damage. Beides Ganking-Jungler. Beides die gleiche Kategorie. Das heißt, man versteht relativ schnell das Gameplay bei den gleichen Champs. Man versteht die Aufgabe. Das ist super wichtig. Dann schau dir zu diesen Champs, zu dieser Art von Champs, also Ganking-Jungler, extrem viel Content an. Schau dir deutlich bessere Spieler an, die genau diese Champs spielen. Wenn du jetzt zum Beispiel dich für Nocturne entschieden hast, dann kenne ich da einen YouTuber und Streamer, der zufällig ein guter Nocturne-Spieler ist und Autofill heißt. Und auch 5-mal die Woche streamt, von montags 9 Uhr bis freitags 16 Uhr. Also nicht durchgängig, ne? Aber in dieser Zeit. Das bin übrigens ich. Ganz wichtig, schau jeden Patch nach, ob sich was an deinen Champs verändert hat. Und wenn sich nichts an deinen Champs verändert hat, schau, was sich an den Items verändert hat. Und wenn sich nichts an den Items verändert hat, dann schaust du nach, was sich an den anderen Junglern verändert hat, wer vielleicht jetzt dein neuer Counter ist, weil der jetzt auf einmal wieder playable ist. Also immer Patch für Patch dich updaten, was gut ist, was wichtig ist für deine Art des Spielens. Ich habe es am Anfang gesagt, versteh die Rolle. Super wichtige nächste Sache, versteh die Rolle. Wenn du Ganking-Jungler bist, versteh, dass du ein Ganking-Jungler bist, dass du 3 Camps into Gangs spielst, 3 Camps into Gangs, 3 Camps into Gangs und danach machst du was? Genau richtig, 3 Camps und gangst dann die fucking Botlane. Und jetzt eine ganz wichtige Sache, Leute. Eine ganz wichtige, hört mir jetzt bitte zu und ich sag das nicht, weil ich dich da vor dem Bildschirm beleidigen möchte. Wenn du nicht climbst, dann liegt das nicht an deinen Mitspielern. Das liegt an dir.
weil du nicht gut genug bist. Und das tut gerade weh wahrscheinlich bei dir. Hier, ne? Hier tut das wahrscheinlich gerade weh. Aber das muss es auch. Und du musst das unbedingt verstehen, dass du bei dir anfängst, bei deinen Fehlern. Du schaust auf dich, was du besser machen kannst, Tag für Tag, Game für Game. Und dann verspreche ich dir zu 100, zu 1000%, du wirst dann climben. Aber ganz wichtig, dieser Schalter muss einmal umgesprungen sein in deinem Kopf. Weil sobald du das verstanden hast, wirst du climben. Ich gebe dir hier den Handschlag. Gebe ich dir darauf. Versprochen. Kleiner Ehrenmannschwur. Kleiner Indianer-Fingerschwur. Kleiner Finger-Indianerschwur. Und wenn du jetzt am Ende des Tages nicht vom Fleck kommst, ne, wenn dir alles nicht geholfen hat oder du auch einfach keinen Bock hast, so viel Zeit zu investieren, dann kann ich dir eine Sache empfehlen und das ist Coaching. Coaching ist wie ein Nachhilfelehrer in League of Legends, Nachhilfelehrer in Mathe, ne, der sagt dir auch, hier, guck mal, da gibt es so ein paar Insider-Tipps, weil der halt gut in Mathe ist und dieser Coach ist gut in League of Legends und der wird dir dann da was beibringen. Und da kenne ich zufällig die richtigen Anlaufstellen für. getgoodcoaching.eu und Gaming Academy, meine Damen und Herren, sind da eure Anlaufstellen. Na, je nachdem, wann ihr das Video guckt, ist vielleicht getgood.eu nicht mehr existent, sondern führt schon mit in Gaming Academy rein. Also schaut einmal bei Gaming Academy vorbei. gamingacademy.de ist die Website, wird bestimmt hier oben auch verlinkt oder ansonsten unten in der Kommentar-Infobox. Da könnt ihr vorbeischauen. Da gibt es Video-on-Demand-Coaching. Das bedeutet, ihr habt ganz viele Videos in eurer Mediathek, wenn ihr da ein Abo abschließt, für, muss man ehrlicherweise sagen, wenig Geld. Und ja, dann werdet ihr besser in League of Legends. Das sage ich euch auch. Und jetzt geht ins Ranked und achtet auf eure Fehler und gewinnt die Games. So, ich bin raus. Reingehauen, Leute. Viel Erfolg im Ranked. Tschüssi. It's always his fault.